ab. Smoke ist das Team mal wieder am Start. Ich wollte anfangen. Ist mir egal. Mit Matze und mir, dem Paschi. Hm. Genau, heute mal wieder eine kleine Alpha geschenkt bekommen von Mike vom X-Racher Team. Kiwi Styles, also wie gesagt, eine Alpha. Wir, ohne dass wir jetzt dran riechen, erwarten wir nicht ganz so viel davon, weil Mike sagt uns halt auch immer schon, dass die Alphas jetzt nicht der Burner sind. Und ja, dann. Ist halt eine Alpha, die braucht man. Gucke mal einfach mal. Ja. Also Kiwi ist es nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also Kiwi ist halt irgendwie nicht. Es riecht auf jeden Fall fruchtig, aber es. Weiß ich nicht. Ja, riecht. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Oder das riecht. Nicht nach Kiwi, glaube ich, aber auf jeden Fall fruchtig. Ja, mega. Ich weiß nicht, was sein soll. Es riecht auf jeden Fall. Vielleicht ist das vielleicht so ein Kiwi-Konzentrat, keine Ahnung. Oder wir wissen einfach nicht, wie Kiwi riecht. Wie selten esse ich Kiwi, ey. Ja. Kiwi oder halt, also es riecht auf jeden Fall auch ziemlich süß noch so irgendwie. Ah. Keine süße Note ist da noch bei. So, dann, gut, wann hast du zuletzt Kiwi gegessen? Ja, das ist auch schon wieder ewig her, ne? So, heute mal wieder in der S-Force. Jawohl. Ausnahmsweise. Also der Schnitt ist natürlich mal wieder ziemlich gut bei denen. Oh, scheiß die Wand an, ey. Ach Gott, den jetzt aber jetzt nicht, ne? Nee. Aber sowieso nur einen Kopf mit. Also das wird auch, wie gesagt, nur ein ganz kleines, kurzes Review. Wir wissen nicht, ob es schmeckt. Und wenn es nicht schmeckt, dann liegt es nicht daran, dass es später auch nicht schmecken wird. Dann liegt es nämlich daran, dass es eine Alpha ist. Ja, die brauchen ja wohl locker ein paar Anläufe. Genau. Wo überhaupt hier. Wobei, wenn wir da schon eine Alpha bekommen, dann muss Mike da auch schon, beziehungsweise Julian da auch schon mit zufrieden sein. Oder beziehungsweise muss der sich da auch schon. Muss ja das eigentlich auch schon mögen. Aber wir werden sehen. Was es denn dann bringt. Das ist schon lange nicht mehr gemacht hier, ey. Ja, sonst machen wir die faulen Totköpfe, oder? Ja, ein bisschen brauche ich aber noch. Nein, bin soll ich das da nehmen? Nein. Ja, das, genau das will ich haben. Das will ich haben. Aber wie gesagt, auch wieder schön ziemlich Saft, Alter. Jetzt habe ich es verteilt. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob das nach Kiwi riecht, ey. Ja, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir nicht wissen, wie Kiwi riecht. Ja, kann auch sein. So. Kiwi riecht eh nicht so krass, oder? Das ist doch eh mehr Wasser als alles andere. Das ist immer eine Wassermelone. Ja, nee. Ah, nicht, ja. Ich glaube, ich habe nie so richtig eine Kiwi gerochen, ob ich da gegessen habe. Also Abstand-Setup in der S-Force mit Atomlochung. Und dann müssen wir wieder die kleinere Dichtung nehmen, weil die anderen passen hier nicht rein. So, dann klauen wir hier mal die Kohlen. Genau, wollte ich auch gerade machen. Da bin ich auch mal ziemlich gespannt, was dann den Kiwi-Styles so bringt. Also der Alpha von Kiwi-Styles so bringt. Da wollen wir mal sehen. Also wie ihr gesehen habt, also oder auch nicht gesehen habt. Ah, der ist nass. Ja, also Qualmen wird der sicherlich. Ja, läuft mit dem Licht hier nicht so ganz. Ja, und mit der Hand dahinter, das ist natürlich auch intelligent. Also der wird auf jeden Fall gut qualmen, ne? Ist schön feucht. Ob er jetzt schmecken wird, das ist dann die andere Frage. Aber dafür sind Alphas ja da, um halt zu testen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch die anderen X-Racher-Sorten hier, die wir auch noch gar nicht getestet haben, ne? Blue Mystery. Grapefruit weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Grapefruit haben wir noch nicht, ne? Nee, auch nicht. Ja, der ist auf jeden Fall gut, ey. Blue Mystery auf jeden Fall und Coco Pilada. Coco Pilada auch noch nicht. Müssen wir auch noch alles machen. Wir haben so viel Tabak hier rumfliegen. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten, ne? Dauert jetzt natürlich ein bisschen länger irgendwie. Muss natürlich erstmal heiß werden, der Kopf. Der ist übergesoffen. Soll auch einer sein.
Schön ordentlich viel Konzentrat drin gemacht, noch wieder. Aber ich schmecke bis jetzt noch gar nichts. Nee, gar nichts. Da muss man erstmal anrauchen, ja, das dauert jetzt ein bisschen länger als letztens. Das ist auch, glaube ich, ihr Puzzle-Tabak. Die benutzen die nur für den Puzzle. Ja. Welchen haben wir jetzt genommen? Auch. Auch Puzzle, ne? Ja. Ja, den muss man halt nicht waschen. Das ist der Vorteil in dem Ganzen. Die anderen Rot-Tabaksorten, die muss man halt dann noch mal waschen vorher. Ich glaube, den neuen, den jetzt wir haben, den ich nicht aussprechen kann. Ich kann das auch nicht aussprechen. Rita. Den, der ist, glaube ich, auch direkt fertig. Ranjit oder so heißt der Scheiße. Das ist ein Ranjit. Ja. Rajesh, keine Ahnung mehr. Genau, den muss man, wie gesagt, aber den Puzzle muss da nicht waschen, den könnt ihr dann einfach so mit Konzentrat bestücken. Oh, ist das anstrengend, ey. Vielleicht war das auch ein bisschen weit gefehlt, dass er halt qualmen soll. Ich gehe mal eben unseren provisorischen Windschutz holen. Mach mal. Ich weiß nicht, ob er schon anfängt zu schmecken, aber den Geruch, den ich eben gerochen habe, den habe ich gerade irgendwie im Kopf. Das ist wahrscheinlich das Problem. So, ich weiß nicht, für welche Köpfe Aladdin diese Windschütze gebaut hat. Auf jeden Fall passt ja auch gar keinen drauf. Das sieht natürlich jetzt turbo geil aus, ey. Turbo geil. Ah, da kommt es jetzt schon ein bisschen mehr. Aber noch kein Geschmack, ey. Ja, nein, ich meinte, der Qualm kommt mehr. Wie ich. Wobei es jetzt, also, so ein bisschen der Geruch ist drin, ne? Also auch im Geschmack drin, jetzt nicht nur im Kopf drin. Ja klar, der kann ja nicht nach gar nichts schmecken, da ist ja genau. Immer drin. Also. Aber jetzt halt auch, es ist im Prinzip der Geschmack, also der Geruch, den man schmeckt, aber jetzt auch nicht so krass intensiv, wie man den riecht. Nein, leider gar nicht. Ah, ist ja nur eine Alpha, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange die brauchen von bis zur Alpha, bis dass sie so. Ja, wie gesagt, also es gibt die noch nicht, ne? Nee, den wird es ja, glaube ich, im nächsten auch nicht geben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht up to date. Genau, bin ich auch nicht. Das ist das Problem. Ihr werdet das ja auch alle verfolgen. Wenn ihr jetzt X-Racher kennt, dann habt ihr auch unabhängig die Seite bei Facebook geliked. Und da ist der Mike ja auch und der Julian. Die sind da ja auch immer wieder am Posten und alles. Und die halten euch da ja auf dem Laufenden, auf dem laufenden Stand. Ja, Qualm tut er gut, ne? Der schmeckt auch schon so, wie der riecht, aber so mega laff halt noch. Ja, genau. Also der schmeckt auf jeden Fall dann ja auch. Ich weiß nicht, ob es Kiwi ist, wie gesagt, ne? Ich bin da jetzt nicht so... Ja, ich esse vorher noch mal eine Kiwi, bevor wir den richtigen hier von... Machen wir dann im Sommer, dann machen wir dann einen Fruchtkopf mit einer Kiwi oder so. Das ist ein guter Plan. Wenn der dann bis zum Sommer auch wirklich... lieber wieder runter. Wenn der dann im Sommer dann auch... im Handel ist. Der wird, glaube ich, süßer, ich weiß nicht gerade, aber... Ja, ich bin auch echt unschlüssig gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Süße, die noch hier im Schlauch irgendwie drin ist oder so. Doch, wird der. Wird süßer. Hat einen schweren Anlauf irgendwie. Ja, wie gesagt, gewohnter X-Wacher-Qualm. Ja, für X-Wacher ist der Geschmack aber eh noch zu laff. Wissen die selber, das wissen die selber, genau. Die verkaufen das ja auch sonst nicht, wenn der Geschmack nicht mega geil ist. Oder mega intensiv. Kennt man ja, ne? Wir haben ja bis jetzt auch irgendwie keine Sorten gehabt, die uns da jetzt irgendwie enttäuscht haben oder so. Obwohl, was hatten wir da letztens noch? Wo wir jetzt nicht ganz so... Aber das war, glaube ich, eine Fehlproduktion, ne?
Ja, weiß ich gerade nicht. Warte mal. Strawberry Candy, genau. Ja. Da haben wir dann gedacht, was ist, da war es da war Menthol schiefgelaufen, drin. genau, da war Menthol drin, da ist irgendwas schiefgelaufen gewesen irgendwie. Ja, und deswegen halt, Hat aber trotzdem mega geil genau, da geschmeckt. konnten die ja nichts für, ne? Im Prinzip, das hat halt nur nichts mit dem zu tun gehabt, was vorne drauf stand. Ja. Also Menthol-App, der war halt mega geil eigentlich. Hat mega geil geschmeckt. War halt nicht die Sorte. Ich glaube, wir waren noch die Einzigen, die wahrscheinlich diese Sorte Ja, genau. hatten. Einfach irgendwie ist da ein bisschen Menthol reingekommen. Jetzt glaube ich, wird das ein bisschen zu heiß. Nee, war clever. Scheiße drauf, brenn ein. Also, der ist jetzt süß. Der ist auf jeden Fall süß. Der schmeckt auch ganz leicht, wie er riecht. Ganz leicht, aber nur ja. Ja. Wirklich, also der Geschmack in Intensiv kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Die sind jetzt eh wieder neue Alphas am Testen, habe ich Ja, ich gehört. habe ja irgendwas vom Honig gelesen oder sowas. Honig. Ja, Dann habe ich aber auch nicht weitergelesen. aber da war noch Mango Minz, glaube ich. Mango Mint, irgendwie Das kann auch sowas war geil da noch werden. bei. Ja. Kaugummi Zimt war da, glaube ich, auch bei, wenn ich mich nicht verlesen Ja, habe. dann müssen wir dann mal bis zum nächsten Mal, werden wir dann nochmal die Infos raussuchen und dann erzählen wir euch dann nochmal drüber ein bisschen was. So was kommt oder beziehungsweise wo die gerade so am Arbeiten sind, ne, woran die am Arbeiten sind. Genau. Also mehr habe ich jetzt eigentlich auch zu dem. Ja, nicht mehr zu sagen. Ne? Also der verändert sich jetzt nicht Ich noch. glaube auch nicht, dass er sich noch verändern wird. Wie gesagt, er riecht, also er schmeckt halt ein klein wenig so, wie er riecht. Aber ihr müsst euch da jetzt auch noch nicht festlegen. Wenn wir jetzt sagen, dass er jetzt noch nicht so top ist, dann ist das normal. Das ist für eine Alpha ja auch nicht schlecht eigentlich. Genau. Also Wenn er jetzt schon danach schmeckt, ist das ja schon super. Ne? Wenn er jetzt, wie gesagt, wenn der so, wie er riecht, auch intensiv schmeckt, dann wird das wieder eine richtig geile ja, Sorte. es gibt Tabaksorten, die schmecken Die schmecken so, ja produktionsfertig genau. so. Genau, das ist das Problem Wenn an die der eine ganzen Alpha Sache. machen Ne? würden, wird der theoretisch nach gar nichts Ja. schmecken. Wenn man das so kombinieren würde, aber das ist man dann ja auch von manchen Sorten einfach gewohnt oder beziehungsweise von manchen Marken einfach gewohnt, die man dann aber auch nicht mehr kauft. Ne? Das glaube ich nicht. Ja, also er verändert sich jetzt nicht mehr irgendwie. Ist süß immer noch und wie gesagt, also ihr könnt euch darauf freuen, auf jeden Fall auch auf die neuen Sorten, die da jetzt, wo das Team am Arbeiten, wo das Team dran am Arbeiten ist. Könnt euch auf jeden Fall natürlich wieder darauf freuen, was da kommt und so. Das werden wir euch dann im nächsten Video auch mal bekannt geben. Da können wir dann, werden wir dann auch nochmal mit Mike reden. Ja, dann einfach mal ein paar Infos raussuchen, woran er gerade arbeitet und so. Und was der jetzt momentan auch ziemlich geil findet. Also an Tabak geil findet. Dann. Wenn wir von Mike reden, dann meinen wir natürlich das ganze Team. Also Ja gut, wir reden ja jetzt nur mit Mike. Das ist das. ja, Wir haben ja aber nur Kontakt mit Mike. Ich habe natürlich ja gesagt, dass produziert nicht nur klar, das Mike X-Racher Team, das Konzentrat, ne? genau, das X-Racher Team allgemein, was die halt momentan am Produzieren sind. Ja, so würde ich das sagen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Jo. Mal. Eine Alpha wird es jetzt erstmal nicht mehr geben, denke ich. Mal gucken, was Mike so, was das Team so für uns da hat. Ne? Richtig. Ansonsten, adios, bis zum nächsten Mal.